Hallo Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy 14. So, letzte Folge haben wir die Enklave wieder ein bisschen unterstützt, damit sie sich ein bisschen ausbauen kann. Und in dieser Folge möchte ich mich erstmal um den Weißmagier kümmern. Denn mit dem Weißmagier ist es so, ich mache da momentan die ganze Zeit die wilden Stämme damit. Und mir fällt einfach auf, dass die Hälfte der Zaubersprüche einfach noch nicht verfügbar sind, weil wir noch nicht die Jobquests dafür gemacht haben. Deswegen möchte ich das jetzt erstmal vorziehen. Genau, aber noch kurz eine Erklärung zum Weißmagier, also eine kleine, da es ja ab Patch 5.0, also ab den neuesten Addon, gibt es ja ein paar Zauber nicht mehr, und zwar ist eines erstmal Protes, ist einfach weg, gibt es nicht mehr, und noch ein paar andere, die mir gerade nicht mehr einfallen. Irgendwelche waren das noch. Ja gut, weiß ich gerade nicht mehr. Ich bringe euch mal kurz auf den neuesten Stand. Also wir haben immer noch Vita, Vitra und Vitaga. Dann immer noch unseren Regener, dann auch noch Reseda, also ein AE-Regener sozusagen. Dann haben wir noch Medica, Benediction, das uns vollständig voll heilt. Dann Klartraum, mit dem wir unsere MP regenerieren können. Das bekommen wir erst noch alles über die Top-Quest, deswegen sage ich dazu noch gar nichts. Dann unsere drei Angriffszauber. Stimmt, bei wir haben, also Wind ist, Wind wurde zu Windra, dann später gab es noch Windgar, das haben sie entfernt, das gibt's gar nicht mehr, und Windkar, glaube ich, gab es das? Ich glaube, das gab es gar nicht, egal. Jedenfalls, wir haben jetzt einfach nur noch Steinra, Windra und Sanctus. Ja, dann haben wir noch unseren Wasserstrahl, der fesselt nur noch, der stößt nicht mehr zurück. Dann das normale Reseda, das ist einfach ein AE-Heal ohne Regener-Effekt drauf. Dann Geistesgegenwart, da zaubern wir ein bisschen schneller. Natürlich unser Wiederbeleben, Spontanität und Schlummer. Die erklären sich ja von selbst, die Zauber. Gut, und ansonsten, glaube ich, war es das eigentlich schon. Haben wir sonst noch irgendwas? Ja gut, es gibt noch Unbeirrbarkeit, da wird unser nächster Zauber nicht unterbrochen und mit Rettung können wir ein Gruppenmitglied an uns blitzschnell, das mal in Anführungsstrichen, zu uns ziehen. Es dauert auch immer ein bisschen, bis das dann eintritt, aber somit kann man gegebenenfalls Leute, die in irgendwas drinstehen, noch kurz rausziehen oder, weil man einfach ein Arschloch ist, die Leute in AEs reinziehen. Ja, gibt's alles, aber egal. Gut, ansonsten haben wir erstmal nichts. Ne, den Rest bekommen wir jetzt alles noch. Gut, dann mal kurz gucken. Aktuelle Ausrüstung dann. Perfekt. Dann machen wir da mal weiter. Oder beginnen mit der Level 50 bis 60 Jobquest. Und dann müssen wir erstmal nach Kempsey in Ruhe. So, wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Hui. So, in Großvaters Fußstapfen. Du kommst mir gerufen, Theo. Arun und ich brauchen dringend deine Hilfe. Eine große Gefahr bahnt sich an. Bitte triff uns am Wächterbaum. Dort können wir alles weitere besprechen. Gut, der ist dort hinten. Dann auf nach Guts Wieselgrund. So, dann auf zum Wächterbaum. So, nebenbei mal ganz kurz können wir auch mal wieder einen neuen Begleiter rausholen. Wen nehmen wir denn da? Nehmen wir doch einfach mal. Haben wir irgendwas Neues? Nö. Ach Gott, ich habe keine Ahnung, was wir nehmen sollen. Nehmen wir. Einfach mal ein zufälliges.
Simon Brüder. Nee, die ist ein bisschen langweilig, die macht irgendwie nichts. Das ist auch nicht der Wahnsinn. Ein Straßenspatz. Ja, warum nicht? So, was ist da jetzt los? Wie ist die Lage? Unverändert, so oft ich ihn auch befrage. Der Gebieter antwortet stets dasselbe. Es ist also, wie wir befürchtet haben. Die Anrufung des Gebietes wird uns nicht weiterbringen. Erinnerst du dich noch, wie du mit der Hilfe von Atobakans Kräften den Gebieter des Wächterbaums besänftigt hast, Tiro? Seither war es uns wieder möglich, ihm all unsere Fragen zu stellen. Doch in letzter Zeit erhalten wir stets dieselbe Antwort. Verderbnis sickert in den Wald, kriecht durch Wurzeln bis ins Blattwerk. Die Bäume und Pflanzen leiden. Isumiyan hat herausgefunden, dass auch Atobakant seinerzeit eine ähnliche Botschaft vernahm. Wir vermuten, dass er deshalb auf Reisen ging, um den Wald von seinem Leid zu erlösen. Leider gibt es in der Grotte der versunkenen Gedanken keine Aufzeichnungen, die uns Aufschluss über die Ziele von Atobakant geben würden. Der Nachlass des großen Weißmagiers, so haben wir erfahren, wird von seinem Wegbegleiter verwaltet. Du bist schon einmal erfolgreich auf Atobakants Faden gewandelt. Zwischen dir und dem großen Weißmagier besteht ein unzertrennliches Band. Wir glauben, dass du in dieser Angelegenheit die größten Erfolgsaussichten hast. Suche den Gefährten von Atobakant und gib ihm dieses Schreiben von uns. Er möge sich bitte zum Wächterbaum begeben. Der Wegbegleiter lebt in Herbstkürbissee, von wo aus er sich um die Verwaltung des Nachlasses kümmert. So viel wissen wir. Finde heraus, wo er wohnt, und dann lass deine Überzeugungskraft wirken. Das Wohl des Waldes steht auf dem Spiel. Okay. Dann auf zum Herbstkürbissee. So, da haben wir schon den ersten, den wir befragen sollen. Den Wegbegleiter des alten Atobakant suchst du? Tut mir leid, aber der weilt nicht mehr unter uns. Seine Enkelin Ishiva hingegen, sie lebt noch. Sie hat die Verwaltung des Kantschen Nachlasses von ihrem Großvater übernommen. Sie kümmert sich auch um die Pflege der Gedenkstätte am Stolzbach. Wie du weißt, wimmelt es dort von Ixal. Ich bin ständig in Sorge, dass er etwas zustoßen könnte. So. Die Enkelin also. Der Verwalter des Nachlasses von Atobakant, der ist schon vor einigen Jahren gestorben, hat sich aufopferungsvoll um die Pflege der Gedenkstätte gekümmert. Nach seinem Tod hat seine Enkelin die Aufgabe übernommen. Das Mädchen ist fleißig, daran besteht kein Zweifel, doch in letzter Zeit bereiten ihr Grabsteine Probleme, als hätte sie nicht schon genug Arbeit mit der Gedenkstätte. Okay. Du suchst den Wegbegleiter von Atobakant? Um den Nachlass des Weißmagiers kümmert sich tatsächlich jemand, der das in meinem Wissens... aber das ist meinem Wissens ein junges Mädchen. Ja gut, so weit waren wir schon. Wo müssen wir hin? Dort oben, okay. In das Gebiet der Ixal. Wenn ihr euch wundert, dieses Leuchten, also diese... Wo ist es denn hin? Jetzt wollte ich euch gerade was beschreiben. Ach, da oben steht er. Diese drei leuchtenden Kugeln, die dieser Sammler da um sich hat, das ist die neue Tarnung der Sammler. Das, die Gegner bis maximal 4 Stufen über einem greifen einen so dort nicht mehr an. Früher waren das ja die Curl-Pfoten, haben einen verlangsamt und man wurde so halb durchsichtig. Und das haben sie jetzt im Prinzip so gemacht, dass man diese Kugel um sich hat, nicht mehr halb durchsichtig wird und auch nicht mehr verlangsamt ist. Also eigentlich im Prinzip recht gut so. So, da, was ist hier los? Sanctus. Hui, und nochmal Sanctus. Und noch einmal. Boom. Ich bin Weißmagier. Kann ich dir helfen?
Vielen Dank, das war haarscharf. Ich war so vertieft in die Pflege der Gedenkstätte, dass ich die Angreifer gar nicht bemerkt habe. Bist du ein Pilger? Die Pajal suchen in Herbstkürbissee einen Wegbegleiter von Arthur Vakant? Das ist mein Großvater, fürwahr. Doch der ist schon vor ein paar Jahren gestorben. Was will man denn von ihm? Da ich die Nachfolge meines Großvaters angetreten habe, will ich gerne an seiner Stadt mit dem Pajal sprechen. Was schreiben sie denn? Komm zum Baum. Ist es wahr, was hier steht? Der Wald wird von einer Verderbnis befallen? Wie furchtbar. Dabei hatte Arthur Vakant und mein Großvater sie auf ihre Reise doch erfolgreich bekämpft. Verderbnis entsteht durch unreinen Äther. Wenn man die Quelle der Verunreinigung nicht beseitigt, nimmt die ätherische Verschmutzung stetig zu, bis es zu spät ist. Die Vajal müssen die Wurzel des Übels ausfindig und unschädlich machen. Da der Gebieter des Wächterbaums nicht weiß, wo sie sich befindet, muss sie außerhalb des Waldes liegen. Glaubst du, sie sind gewillt, eine solche Reise anzutreten? Nun, das werde ich sie einfach selbst fragen. Sie warten am Wächterbaum, sagst du? Dann will ich dorthin eilen. Großvater hätte es nicht anders getan. Gut, dann auf zum Wächterbaum. Allerdings bezweifle ich, dass die Pajal sich außerhalb des Waldes auf Reisen begeben. Das wird dann wahrscheinlich wohl oder übel an uns hängen bleiben. Was für eine große Schnecke. Danke, dass du Ishiva aufgespürt und zu uns geführt hast. Ihr Wissen ist von unschätzbarem Wert. Wir müssen also den Quell der Verderbnis ausfindig machen und beseitigen, sagst du? Ganz recht, so wie Arthur Vakant es damals getan hat. Nun, wir sind leider nicht Arthur Vakant. Uns haben die Gebiete eine besondere Aufgabe übertragen. Wir können den Wald nicht verlassen. Meine Schwester hat recht. Tiro, ich fürchte, wir sind ein weiteres Mal auf deine Hilfe angewiesen. Als Abenteurer bist du nicht an unsere Gesetze gebunden und kannst dich außerhalb des Waldes frei bewegen. Ihr legt das Schicksal des Waldes in die Hände eines Abenteurers? Ihr seid Saatseher. Der Schutz des Waldes obliegt euch. Du tust Tiro Unrecht, Ishiva. Er ist kein gewöhnlicher Abenteurer. Arthur Vakant selbst hat ihn erwählt, seine Nachfolger als Weißmagier anzutreten. Er ist ebenso mächtig wie wir, wenn nicht gar mächtiger. Er könnte auch das Purifikationsritual durchführen, nicht wahr? Es gibt einen legitimen Nachfolger von Arthur Vakant? Das habe ich nicht gewusst. Mein Großvater assistierte Arthur Vakant bei dessen Feldzug gegen die Verderbnis. Er hat ihn während der gesamten Reise begleitet. Ein bisschen kenne ich mich aus mit den Riten. Bitte lasst mich mit Theorien. Ich wäre ihm sicher von Nutzen. Deine Hilfsbereitschaft ehrt dich, doch die Reise könnte sehr gefährlich werden. Bist du dir sicher, dass du das Risiko auf dich nehmen möchtest? Strapazen und Gefahren schrecken mich nicht ab. Ich werde den Wald nicht im Stich lassen. Nicht im Stich lassen, hm? Zwei Herzen sehen mehr als eins. Wenn du es wirklich ernst meinst, freuen wir uns über deine Hilfe, Ishiva. Das Schicksal des Waldes liegt in euren Händen. Bitte haltet das Böse von ihm fern. Alles klar. Ihr solltet den Herbstkürbissee einen Plan ausarbeiten. Tero, bitte treff mich dort. Meine Güte, diese Schnecke ist auch wirklich sehr aufdringlich mit seiner Musik.
So, wo ist sie denn? Ist sie hier oben? Nein. Ist sie draußen? Ja. Ach, Sion, sie können mit der Lanze umgehen. Diese verzogenen Patschai sollten sich verschämen. Der Wald ist in Gefahr und sie drehen nichts als Däumchen. Also Vakant würde sich im Grabe umdrehen, wenn er das wüsste. Er hat sich nicht hinter obskuren Gesetzen versteckt, als es darauf ankam. Sein Mut hat mich schon als Kind schwer beeindruckt. Raya-O und Arun sind eine Schande für ihre Zunft. Zum Glück haben wir dich. Atovakant hat gut daran getan, dich zu seinem Nachfolger zu nennen. Du hast das Herz im rechten Fleck. Also gut, wir sollten nicht einfach ins Blaue hinaus marschieren. Vielleicht finden wir ja in den Reiseaufzeichnungen meines Großvaters einen Hinweis, der uns weiterhilft. Ich werde die Tagebücher Zeile für Zeile durchgehen. In einem stimme ich dem Pachal zu. Es wird sicher gefährlich. Wir sollten uns da gewiss nach vorbereiten. Komm zurück zu mir, wenn du dich dieser großen Aufgabe gewachsen fühlst. Ja, und das sind wir. Gefahr aus dem Norden. Willkommen zurück, Theo. Ich habe die Reisetagebücher durchgesehen und bin tatsächlich auf etwas Interessantes gestoßen. Otto Vakant hatte seinerzeit herausgefunden, dass die Verderbnis sich über unterirdische Wasseradern ausbreitet, und zwar von einem ganz bestimmten Ursprungsort aus. Aber Lazius Rückgrat. Es gelang ihm zwar, den Quell der Verderbnis zu beseitigen, aber eventuell ist ein neuer entstanden. Der Gebieter sprach davon, dass Verderbnis in den Wald sickert, nicht wahr? Die Bajal und du haben jedoch nichts davon bemerkt. Vielleicht, weil sich die Sache wieder unterirdisch abspielt. Die Besänftigungsrituale von Atto Vakant liegen schon lange zurück. Es würde mich nicht wundern, wenn ihre Wirkung in der Zwischenzeit nachgelassen hätte. Wir sollten uns in Körthas einmal umsehen. Ich schlage vor, dass wir unsere Suche von Camp Drachenkopf aus beginnen. Vergiss deine warmen Socken nicht. Gut, auf nach Camp Drachenkopf. Was ist denn hier los? Es ist immer wieder erstaunlich, wie belebt das Spiel nach einem Patch ist, der kürzlich veröffentlicht wurde. Sogar in alten Gebieten, wo nichts mehr los ist eigentlich. Wo man auch hinblickt, alles liegt unter einer dichten Decke aus Eis und Schnee begraben. Im Finsterwald hat es noch nie geschneit, jedenfalls nicht, soweit ich mich erinnern kann. Für dich ist es vermutlich nichts Neues, so viel wie du schon herumgekommen bist, aber ich habe den Wald zum ersten Mal verlassen. Das alles ist ziemlich aufregend. Ich habe mich übrigens schon bei den Rittern hier nach Wasseradern umgehört. Wie es dazu verwillt, gibt es tatsächlich seit kurzem Probleme an einer Ader südlich von Camp Drachenkopf. Die Monsterpopulation dort hat rapide zugenommen und die Tiere sind äußerst aggressiv. Eventuell sind das Auswirkungen der ätherischen Verunreinigung. Die Fortons haben einen Trupp Ritter entsandt, der die wild gewordenen Bestien zurückdrängen soll. Wir sollten uns das einmal ansehen. Das ist wo? Ah, dort unten. Okay. Dum, di dum, di dum, di dum. Ich glaube, wir haben die Verderbnis gefunden. Und die wilden Tiere auch. Wie vermutet, hier liegt eine ätherische Unverunreinigung vor. Doch bevor du die Besänftigung durchführen kannst, müssen wir erst die Monster loswerden. Lass uns den Rittern helfen. Gut, dann beginnen wir mal den Kampf Gefahr aus dem Norden. So, einmal Regener. Ich unterstütze die Ritter in der Offensive, aber ohne deine heilenden Kräfte sind wir diesen wilden Bestien nicht gewachsen. So, da kriegst du Regina. Auch Regina. So. Geht denn das Reseda auf euch? Nein, das nicht. Das ist ja hervorragend. So, Sanctus. Da kommen noch mehr.
Ich heile euch. Oh Gott. Gucken, wie es ausschaut bei denen. Ich helfe denen einfach mal kurz, die Viecher zu besiegen. Das ist unfassbar. Die ganzen AI-Zauber funktionieren nicht. Sehr gut. Und jetzt den Rest. So, wir gehen langsam die MP aus. Das ist der Nachteil des Weißen Magiers. Das ist eine unfassbare MP-Schleuder. Auf Level 50 noch. Später ist das nicht mehr so schlimm. Da haben wir ein paar Möglichkeiten, unsere MP wiederherzustellen. So. Das ist geschafft. So, dann bereinigen wir mal diese Verderbnis. Selbst ich habe gespürt, wie der Äther von seinem Schatten befreit wurde. Beeindruckend, deine Weißmagie. Es hat sich genauso zugetragen, wie mein Großvater es in seinen Reiseaufzeichnungen geschildert hat. Und nicht nur das, dein Weißmagierkristall strahlt ja ganz hell. Bei der Besänftigung muss ein Teil von Arktoberkans Erinnerung geweckt worden sein und dir eine neue Kraft beschert haben. Womöglich wird dir auf unseren Reisen noch ein weiteres Wissen zuteil. Diese verbohrten Pajal täte es wirklich gut, über ihren Schatten zu springen und den Finsterwald zu verlassen. Wie lange wollen sie sich noch an überholte Gesetze halten und den Fortschritt versperren? Nun, wie auch immer, es war mir eine Ehre, die Verderbnis an deiner Seite zu bekämpfen. Ich werde nach Camp Drachenkopf zurückkehren und unsere Erkenntnisse in Ruhe zusammentragen. Du findest mich dort. Gut, die Verderbnis wäre beseitigt. So, es war wie wir vermutet hatten, Theo. Der unreine Äther hatte die Monster aufgehetzt. Ein Glück, dass du die Verderbnis beseitigen konntest. Den Aufzeichnungen meines Großvaters zufolge befindet sich die Quelle der Wasserader weiter westlich, also jenseits von Ischgard. Zum Glück ist Ischgard wieder der Russischen Allianz beigetreten, so dass man uns problemlos passieren lassen sollte. Wir werden uns in eine Region begeben, die Atorakant nie betreten hat. Niemand weiß, was es dort erwartet. Die Kräfte der Pajal hätten wir gut gebrauchen können, so musst du die Besänftigungsrituale leider allein durchführen. Ich werde versuchen, dich so gut es geht zu unterstützen. In der Zwischenzeit hole ich Informationen über die geografische Beschaffenheit dieser Region ein. Das wird sicher einige Zeit in Anspruch nehmen, Zeit, die du nutzen solltest, um den Umgang mit deinem neuen Zauber zu üben. Für den Kampf gegen die Verderbnis können wir gar nicht genug gewappnet sein. Wir bekommen Refugium und Geheimnis der Lilie. Die Besänftigung der Verderbnis erfüllt dich mit neuem weißmagischem Wissen. So, den Heilerbalken gibt es jetzt. Mit der Eigenschaft Geheimnis der Lilie erblühen von nun an Lilien für dich. Nach einer bestimmten Zeit, die du im Kampf verbringst, erblüht eine solche Lilie entlang deines Heilerbalkens für dich. Dort kannst du jederzeit sehen, wie viel dir gerade zur Verfügung stehen. Konsumiere ihre mythischen Kräfte und mächtige Zauber wie Aflatus Solati und Aflatus Lady zu wirken.
Gut, das will ich erstmal anpassen. So, der Heilerbalken. Wo haben wir denn? Wahrscheinlich ganz unten irgendwo. Ja, den packen wir mal hier hin und machen den mal ein bisschen größer. Ja, doch so ist eigentlich ganz gut. So, dieses Ding dort unten lässt drei Lilien erblühen. Einmal hier, dann einmal hier und einmal hier. So, der füllt sich nur, wenn wir im Kampf sind, von hier unten bis nach dort oben auf. Dann haben wir eine Blüte. Also, wir können maximal drei dann haben. Und durch diese Blüten können wir dann bestimmte Zauber einsetzen. Wobei ich gerade gar nicht weiß, ob wir... Ja doch, Aflatus Solati haben wir sogar bekommen, dass wir es benutzen können. Du regenerierst beim Ziel Lebenspunkte in Höhe von 700 halt für eine Lilie. Und das Refugium packe ich erstmal hier raus. Wir schaffen eine Zone, in der du selbst und Gruppenmitglieder während der Wirkungsdauer stetig Lebenspunkte regenerieren. Für das Heilpotenzial 100. Es war mal mehr. Das ist dann das hier. 1317 ist jetzt gar nicht mal so wenig. So, unser Regina regeneriert 2700. Grob. Ja, das ist also im Prinzip die Hälfte, was das Schild macht. Jetzt werde ich mal kurz einen Gegner hier angreifen, in der Hoffnung, dass sie die Lilien einigermaßen schnell füllen. Patsch. So, man sieht ja langsam, wie sich das hier füllt. Und da haben wir die erste Lilie. Nun können wir Aflatus Solati einsetzen. Ja, 9300. Das ist... Naja. Wenn unser Vitra nicht krittet, sogar mehr als unser Vitra. Push, geh weg. Hui. So. Gut, dann mal weiter. Die Hexe von den Zwillingsteichen. Ah, Tero, ich habe dich schon erwartet. Ich habe genug Informationen über das westliche Hochland gesammelt und einige Stellen gefunden, die vielversprechend erscheinen. Als erstes sollten wir uns in Falkenhorst umhören. Vielleicht sind einem der Bewohner dort ja in letzter Zeit Anomalien aufgefallen. Gut, dann auf nach Falkenhorst. Das also ist Falkenhorst. Wenn man genau hinsieht, entdeckt man feine Unterschiede in der Architektur, obwohl wir gar nicht so weit von Ishgard entfernt sind. Interessant, findest du nicht auch? Bestimmt hat mein Großvater auf seiner Reise mit Arthur Arkant ganz ähnliche Entdeckungen gemacht. Doch entschuldige, das ist wohl kaum der geeignete Zeitpunkt für solcherlei Gedankenspiele. Wir sollten uns stattdessen bei den Bewohnern nach auffälligen Vorfällen umhören. Ich werde am Nordtor auf dich warten, wenn ich fertig bin. Gut, dann befragen wir mal die Leute. Verderbnis? Oh ja, die kann ich dir bieten. Brauchst draußen ja keine zwei Schritte zu tun, bis du einem der verdorbenen Drachen über den Weg läufst. Wo ich gerade von Drachen spreche. Seit kurzem schleicht eine unheimliche Frau ständig um Drachenkadaver in der Gegend herum. Sicher eine Heretikerin. Sei lieber auf der Hut. So. Eine Frau, die sich für Drachenkadaver interessiert. Das klingt verdächtig.
Verderbnis? Keine Ahnung, was du damit meinst, aber mir hat tatsächlich neulich was gründlich den Appetit verdorben. Und zwar ein extrem übelriechendes Weibsbild, das hier durch die Siedlung zog. Die war mir nicht geheuer, also habe ich einen unbemerkten Moment einen Blick in ihr Gepäck geworfen. Du wirst nicht glauben, was da für ein widerliches Zeug drin war. Und ich will mich gar nicht daran erinnern. Als ich sie fragte, was sie damit vorhat, warf sie mir einen Blick zu, der mir das Blut in den Adern gefrieren ließ und verschwand wortlos in Richtung Nordwesten. Hat mir schon einige schlaflose Nächte bereitet, die Hexe. Gut. So, ich würde dann sagen, wir berichten dann der Ishiva in der nächsten Folge erst, was wir für Erkenntnisse gewonnen haben. Und ja, dann war es für diese Folge erstmal. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao, Leute. Wie viele Monde sind gekommen und gegangen? Wie viele Jahre habe ich gewartet? Auf den, der sich gegen den Sturm stellte. Auf den mutigsten aller Krieger. Den Krieger des Lichts.